Weiß ich gerade woanders, ich war gerade wieder beschäftigt. Selber gerade was gesucht. So, die ersten Pflanzen habe ich angepflanzt. Mal sehen, ob das was wird. Tomaten, die wachsen ja ganz schön. Boah, ich muss sehr, sehr viel mehr Steinwände bauen hier. Sonnenblume abgeholzt gerade. Oh, von mir aus. Steinziegel, wir haben kein. Ich habe keine Steine mehr. Dass ich das noch erleben darf. Hatte ich nicht. Tatsächlich, ich habe keinen Stein mehr. Du dich denn gar nicht? Aber ich sehe gerade, ich habe ja noch hunderte Steinziegel. Ja, yeah, ich kann weiterbauen. Das Ernten. Sammeln. Was mache? Ach nee, mit R konnte ich doch rotieren, oder? Das war's nicht. Konnte ich ihn rotieren, weißt du das noch? Warte, muss ich selber nochmal nachgucken. Ich dachte, das war R. Ja, ein Q. Müssten das sein. Klappt nicht. Ich kann damit die Wand nicht rotieren. Das ist eine halbe Wand? Ja. Die kannst du nicht rotieren, die baut sich dann von alleine. Ah, Weil die erst okay, da steht, auch. ne, wa? Warte Du musst mal. eine zweite dahinter bauen, dann geht die mit immer. Ah, so klappt das. You're too hungry to do that. Scheiße, Mann, Mann. Okay. Es kostet mich Energie, Steine aufzunehmen. Interessant. Entschuldigung, lieber Würfel, ich will doch bloß die Natur wieder aufrüsten. Nein. Der Büffel sagt nein, tut mir leid, du kannst es nicht. Ja, da brauche ich noch viel mehr Steine. Ja, aber sieht schon mal nicht schlecht aus für den Anfang. Vielleicht zurück, ich pflanze noch ein bisschen. Ich werde noch was bauen müssen hier. Truhe und eine Pflanzbank muss ich noch hier hersetzen. Aha. Ah, nee. Eins weiter noch. Passt schon. Yay. Oh, nichts weiter. Ich freue mich noch. Ich muss Steine holen. Mächtig viel Steine. Vielleicht muss ich auch einfach mal hier so ein ganz großes Gebiet aushöhlen. Soll ich das einfach mal machen? Und meinst du? Ja. Ah, der gefällt ja noch komplett. Jupp, ich habe keine Steine mehr. Bei mir lagen noch welche ein paar rum, aber die brauche ich immer zur Reparatur der Ja, nö, Werkzeuge. lass ruhig. Ich muss so oder so welche holen. Wenn mir nicht mal irgendwelche ganzen Steine in den Weg fallen würden und ich die treffe, wenn ich abbaue, wäre es ganz nett. Eine Arastra bauen, eine primitive Steinmühle. Oh, das ist das also!
Was bringt das? Da kann ich Quatsch-Kopper-Ohr-Rezept, Gold-Ohr-Rezept, Quatsch-Granit-Rezept und Quatsch-Iron-Ohr-Rezept machen. Der Rastra. Da fehlen uns jetzt bloß noch die entsprechenden Erze. Was du hier hast? Also an Stein mangelt es hier nicht, aber der Rest? Ich habe noch nicht einmal irgendein Erz gefunden. Machen wir noch Rastra, baue ich mal. Ja, von mir aus. Hat er mir die ganze Erde rausgenommen, jetzt brauche ich wieder Erde, ich gehe kaputt. Ja, jetzt. Ich habe jetzt wieder welche bei mir im Lager. Schau einfach mal rein. Traurig. Wenn ich es jetzt nicht schon vertan habe. Für dieses Gerät brauchst du dafür die Erde, oder? Ja. Nee, für meinen Tisch, den ich bauen will, diesen Wandtisch, brauche ich nochmal Erde. Ah. Aber irgendwo hier liegt welche bei mir. Und Stein. Was nur noch lehnt, das keine Erde. Oh, tut mir leid. Grab dich einfach in den Berg rein, da ist auch überall noch Erde. Wenn ich das jetzt austausche. Ah ja, dann ist es direkt weg, dachte ich mir schon. Das ist das Leben hier. Ah, Masonry. Bin ich schon auf Level 3, sehe ich gerade. Sehr schön. Warte mal, ich guck mal, ob ich noch irgendwo Erde habe. Oh, du hast recht. Ich habe gar keine Erde mehr. Ja, was sagst du? Ich brauche 20 mal Erde jetzt. Soll ich dir welche holen? Ja, ich will auch nicht, nämlich meine Gebung weiter hier drauf stürmen. Ich kümmere mich gleich drum. Ich will bloß noch schnell die Dinger hier runtertragen. Ja, ich habe halt Erdrampen draus gemacht. Die brauche ich auch. Ich hab noch 10 Markies, wenn du den irgendwann brauchst. Ja, du kannst irgendwo ins Lager kippen bei mir hier. Oh, ich lasse es. Mal schauen, da sind jetzt Mauern drin, das ist schon mal schön. Wo sind der Kies jetzt? Da. Okay, alle Abfälle zu Black Dragon wird gemacht. Gut. Ach ja. Lore. Ah, lass mal einfach mal bei dem hier.
Mit Papayas kann ich, glaube ich, nicht bauen, oder? Nee, glaube ich nicht. Arbeitest du noch? Woran fehlt es denn? Ach, ich habe schon wieder keine Steine mehr, wie es scheint. Das Lager da unten ist doch angeschlossen. Oh ja, ist alles verbraucht schon. Okay, hab nichts gesagt. Ne, jetzt mache ich erstmal die Erde. Was haben wir hier? Sonnenblumensamen. Kann ich gar nicht pflanzen. Ich zerstöre einfach dein Haus, um Erde zu bekommen. Das passt doch, oder? Was machst du? Ach, nix. Ich lager dir einfach nur Erde ein. Gut jetzt. Mit einmal wird es so extrem warm, oder? Finde ich komisch. Denkst du? Ja, ich finde schon komisch. Wie viel Erde brauchst du noch? Ich habe nicht mitgezählt. Ich brauche noch 9. Hä? Du hast doch gesagt nur 10 Erde. Ich habe doch schon mehr als 1 reingepackt. Brauche ich, habe ich gesagt. Nicht 10. Nein, das stimmt. Warum ist mir eigentlich so schwer? Ah, da ist kein Platz. Blödes Kacklager. Ja. So was rausnehmen hier. Das ist ja knuffig, das Ding. Was? Ah, oh, nee, ich mach gerade wieder Erdrampen. Ja, ernsthaft? Ich dachte, das ist durch. An der Schieferhersteller mit diesen Quatsch, Schäl, kann ich hier Schiefer machen. Das kannst du machen, du brauchst Bergbau doch, oder, Michelin? Bergbau habe ich, ja. Ja, das kannst du hier machen. Bei der Steinmühle. Schiefer und solche Sachen schon mal herstellen. Aber Schiefer finde ich doch. Ja, aber aus diesen hier Kräuselgelumpe. Mal hier bei mir reingucken. Ja, warte, ich komme. Guck mal, das sieht ein knuffige Ding an. Oh, klein, ja. Power Grid Insufficient Machine Power. Du brauchst aber Strom dafür. Das brauche ich. Geh mal auf Power. Das Ding verbraucht Strom. Okay. Das ist wieder scheiße. Aber das brauchen wir, um hier Granit und solche Sachen und Eisenerz herzustellen. Warte mal, jetzt mache ich erstmal die Rampen aus. Wir müssen noch 4-mal Erde. Ah, das hole ich jetzt so. Pack's halt in mein Lager und das verschwindet halt sofort wieder. Ja. Gut, jetzt haben wir's. Reparieren wir erstmal meinen ganzen Kram hier. Ja, genau. Oh, nicht genug Holz? Da ist doch haufenweise Holz drin. Fällt dir das nicht? So, jetzt will ich mal sehen. Bohnen. Das ist nicht verarbeitet, vielleicht ist das Problem. Ich habe noch ein paar Bohnen hier, wenn du die willst. Ich suche gerade hier für Bohnen zum Anpflanzen. Ja, ich habe noch ein paar Bohnen, das meine ich.
Kannst du bei mir in die Kiste schmeißen? Sind zwar nicht viele, aber es könnte helfen, Saat herzustellen. Ich gucke gerade rauszukriegen, wie ich das hinkriege mit der Saat. Kannst du von mir das auch haben? Oh, ich habe auch noch diese Taro-Früchte. Pflanzen wir erstmal das Ding hier. Pflanzen. Hoho! Hast du bei mir Erdrampen reingepackt? Hab ich doch gar nicht. Doch, liegen bei mir drinne. 3 Stück. Nö, eigentlich habe ich das nicht, aber du kannst sie mir gern wieder geben. Ist das nicht mein Lager? Mein Lager sind sie drinne. Ne, ich habe nämlich auch ein Lager. Naja. Hier drin im Großen müssen die sein. 3 Erdrampen steht da drauf. Hm. Wohin gekommen? Hier ist er. Hey, da ist doch Holz drin? Da geht doch. Merkwürdig, ich hab Stein zum Reparieren. Warum ist nicht angeschlossen? Das. Ah, ich glaube, ich habe von deinem Lager genommen. Sorry. Noch eine Minute muss warten, dann kann ich schon. Herr Spinni, was machst du hier? Ich weiß, es gibt diesen Arachnophobia-Modus und ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber früher waren das dann, hast du da plötzlich solche Babyköpfe oder sowas gehabt. Sowas ganz Gestörtes. Hier in dem Spiel? Ich glaube schon. Oh Gott. Das war auf jeden Fall sehr verstörend, ich erinnere mich da noch dran. Da bin ich wieder drauf gekommen, als ich gesehen habe, dass man das einstellen kann, Arachnophobie. Hm. Oder Arachnophobie, ich weiß nicht. Steht in Optionen, wenn du auf Escape drückst. Fertig. Ah, ich würde auch gerne in Rente gehen. Machst du dann den ganzen Tag? So was hier. Wenn ich im Lotto gewinne, dann hätte ich auf jeden Fall, wüsste ich auf jeden Fall, was ich vorhab. Hier gibt es ein paar Felder, die könnte man wunderbar mit Bäumen bepflanzen. Weil immer weniger Leute möchten Landwirt werden. Und. Ja, ich habe mal im Internet geschaut, da sind
etliche Felder zum Verkauf freigegeben. Die könnte man ja eigentlich mit Wald bepflanzen. Immer drauf an. Was eigentlich komisch ist, die Leute wollen eigentlich eher einen Beruf ergreifen, der sinnlos ist. Mein Beruf ist jetzt auch nicht unbedingt nützlich. Wenn du es mal so überlegst, gibt es so viele sinnlose Berufe. Banker. Alles, was im Büro ist, ist eigentlich ein unnützer Beruf. Weil überall, wo du nichts effektiv herstellst, ist das so einer der neuen Berufe, die entstanden sind, aber die man eigentlich nicht braucht. Sag dem das mal ein Banker, der wird dir sonst was erzählen. Ja, wenn es die nicht gäbe. Ach, Bohnen kann ich so pflanzen, alles klar. Ah, brauchst keine Saat. Das muss ein Fehler im Spiel sein, du brauchst doch eigentlich für jeden Mist alles. Und direkt Steine weg. Ja, meine Frau hat ja auch einen Onkel, der Banker ist. Okay. Banker war. So rennt man schon, ne? Nö, er hat seinen Job verloren. Okay. Das war aber eigentlich eher aus Blödheit. Na gut. Wenn du halt bei deinem Arbeitgeber nicht angibst, dass du einen Nebenerwerb hast, kann das ein Kündigungsgrund sein. Und wenn die halt einen Grund suchen, dich rauszuschmeißen, dann solltest du dir nicht unbedingt eine Vorlage geben. Ich schon, der ist gegangen, wie es bei anderen war. Nein, du sollst das nie essen. Das ist so bescheuert, ey. Da würde ich einfach raten, dass du deinen Charakter vorher vollstopfst, damit er nicht aus Versehen was isst. Ich bin ja bei das Überschwimmen jetzt, da habe ich jetzt. Ja. Was haben wir hier noch? Tomatensamen. Ja, komischerweise kannst du ja irgendwie auch jede Saat essen. Okay, jetzt kommt wieder Dreck. Drüber. So. Es verbraucht ganz schön viel Kalorien, das Ding rumzuschieben. Ja. Nicht, ja, okay, wenn ich es mit den anderen Sachen hier vergleiche, geht's eigentlich. Hier hin, das hier hin und na, ein Glück finde ich hier so viel Lehm. das ein Glück. Ja, ich hatte schon Angst gehabt, wir haben plötzlich kein Lehm mehr. Also Lehm findest du mehr als genug hier, also wirklich. Ich weiß nicht, wie es jetzt gleich ist, wenn ich anfange mit Töpfern. Dann kann es ja sein, dass es mit einmal. Mit Stein war ja auch die ganze Zeit massiv viel da. Und mit einmal, ich baue Steinwände. Weg. Weizen und Mais anpflanzen. Vielleicht hat das mit den Steinen, die runterfallen, auch was damit zu tun, wann die Meteoriten kommen. Denkst du? Ich weiß es nicht. Aber ich gehe jetzt erstmal hoch. Der Magen ist voll. Ist das nicht toll? Der Magen ist. Ja. Ach, Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Hier hast du keine gerade Fläche, was zu bauen. Musst du wohl planieren. Ja, das ist blöd, ja. Hier kann ich noch was hinsetzen. Vielleicht welchen Stein verwenden? Ja, bitte. Was? Bitte nur Black Dragon Stein verwenden.
Hier ist wieder ein Stein von oben runtergefallen. Liegt okay. Ein Stein auf meinem Haus plötzlich. Ich würde Gedanken machen jetzt an deiner Stelle. Ja, nee, das ist halt so eingerichtet. Ich vermute mal, dass wirklich irgendwann der Stein nicht doch leer ist auf der Welt, kann ich mir vorstellen. Du blöder Bisan, zieh Leine! Meine Fresse! Appa findet das nicht lustig. Wer? Appa. Was Appa? Der Bison vom ersten Avatar, also von Aang. Verkehrischer Bison, das war ein Flugmonster. Das war ein Flugbison, doch. Der hieß doch Appa. Jip, jip. Ja, die erste Staffel war noch recht langweilig, aber danach war es halt richtig. Die hat sich halt richtig gut gesteigert. Die haben sich ganz schön noch weiterentwickelt. So, zählt das jetzt schon als Raum? Kein Kraftstoff mehr. Okay, kann ich nochmal Sachen verbrennen, das ist gut. Ein Backofen kann ich hier machen. Und ein Rennofen und Steine, was ist das? Ach du meine Fresse, ich brauche Mörtel dafür. Ja. Eine Talglampe. Ziegel. Brauche ich da 4 Mörtel und das ist das. Einmal Lehm. Und hier brauche ich Crushed Shale noch. Das behalten wir mal lieber. Ich glaube, ich nehme mal bloß den Lehm erstmal, oder? So, und wir greifen zu auf dich, Pikachu. Den? Was? Und auf dich darfst du zugreifen. Und auf dich darfst du auch zugreifen.